Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! Play sport on three. One, two, three. Play sport! Hallo, ich bin Brian Brunner, Quarterback for Schwäbischer Unicorns und willkommen bei GFL TV. Die GFL Playoffs 2010 bei GFL TV werden Ihnen präsentiert von Powerstoff. Das GFL-Halbfinale zwischen den Kiel Baltic Hurricanes und den Dresden Monarchs musste aufgrund der schlechten Witterung in Kiel nicht wie geplant im Holsteinstadion ausgetragen werden, sondern auf der Moorteichwiese, die ihrem Namen alle Ehre machte. 1450 Zuschauer waren gekommen, um diese Partie zu sehen, und sie sahen zunächst die Kiel Baltic Hurricanes im Angriff. Ballübergabe bei diesem Endaround an Receiver Damian Linson, der macht 5 Yards, fällt unsanft, aber weiter geht's. Neuer Quarterback jetzt in der Wildcat-Formation, Kinsman Lancaster, der kam aus der Arena Football League, läuft hier für 15 Yards. Er ist eine weitere Angriffsoption für die Kieler. Ende der Angriffsserie, 1 Yard vor der Endzone. Jermaine Allen spaziert da durch die Verteidigung der Monarchs und die Canes führen mit 7:0. So, schauen wir auf die Dresden Monarchs. Das ist ihr erster Offense-Spielzug in dieser Partie. Quarterback Jake Christensen. Und der Pass ist abgefangen von Falkhorn. Es war ein Zeichen für das, was kommen sollte für die Dresdner Offense. Jetzt aber erstmal die Kieler wieder im Ballbesitz. Jermaine Allen probiert's. Kein Raumgewinn. Dann der Angriff der Dresdner auf dem Feld. Ballübergabe an Michael Andrew. Das ist sogar 1 Yard Raumverlust. Beide Angriffsreihen taten sich im Lauf der Partie immer schwerer, auf dem tiefen Geläuf richtig in Schwung zu kommen. Dann aber eine gute Angriffsserie für die Kieler. Immer wieder Laufspiel, immer wieder relativ kleiner Raumgewinn. 4, 5, 6 Yards, so wie hier für Simon Sommerfeld. Ja, Ende des ersten Quarters müssen wir feststellen, die Moorteichwiese mehr Teich als Moor oder Wiese. Ein Touchdown gab es nicht für die Kieler, sondern einen Field-Goal-Versuch. Julian Dorndorf 35 Yards, aber das Kicken war natürlich erst recht schwer bei diesen Bedingungen. Der Kick ist nicht gut. Schauen wir wieder auf die Dresdner. Vielleicht geht ja jetzt was. Ballübergabe an den Fullback, an Jeff Wollin. Da ist die Kieler Abwehr überrascht. 31 Yards Raumgewinn. Weiter geht's jetzt mit dem Passspiel. Christensen, der sich richtig schwer tat unter den Bedingungen, findet hier Jeff Wollin für 6 Yards. Aber auch diese Angriffsserie führt nicht bis in die Endzone, denn Michael Andrew bekommt hier den Ball, läuft in die Pfütze rein, wird gestoppt. Kein Raumgewinn, und das bedeutet jetzt natürlich vor allen Dingen, Jan Hilgenfeld muss aus 42 Yards Entfernung und aus der Pfütze kicken. Und das ist bekanntlich erst recht schwierig. Und dementsprechend weit geht der Kick dann eben auch an den Pfosten vorbei. Auch hier keine Punkte. Also offensiv alles andere als ein spektakuläres Spiel. Schauen wir nochmal auf die Gastgeber. Ende der ersten Halbzeit. Pass von Welch auf Linson. Das sind 13 Yards Raumgewinn. Das Ganze endet aber mit diesem Lauf von Jermaine Allen, der rennt in die Abwehr der Dresdner rein, verliert den Ball, Markus Donner erobert ihn für die Monarchs und sichert so seinem Team einen knappen Pausenrückstand, nur 7:0 für die Gastgeber. Dann gehen wir rein in den zweiten Durchgang, zwei Punts beenden die ersten Angriffsserien, das ist die dritte. Christensen wirft hier unvollständig. Hat sich, wie gesagt, richtig schwer, Anspielstationen zu finden. Das Timing im Dresdner Passspiel, das so gut war in den letzten Wochen, war völlig weg. Auch der Pass ist unvollständig. Christensens Bilanz am Ende der Partie 3 von 13 für lausige 19 Yards. Also das war schon überraschend. Und dann Welch, der sich hier befreit. Linson findet, klasse Aktion vom Kieler Quarterback, der gewohnt effektiv war und diese Angriffsserie dann auch Abschluss aus 35 Yards Entfernung auf Julian Dorndorf. 35 Yards also zum Touchdown. 14:0 und die Bilanz von Welch. 17 von 22 für 174 Yards. Ein Touchdown, keine Interception.
wie bei bestem Sonnenschein und die Fehlwürfe aus der Vorwoche aus dem Viertelfinale bei Welsh vergessen. Rein ins vierte Quarter. Jetzt mussten die Dresdner kommen und sie kamen mit dem Laufspiel. Das ist Michael Andrew. 39 Yards hier durch die Mitte. Andrew, der beste Dresdner. Insgesamt 117 Laufyards. Dann aber vierter Versuch und 6. Und Christensen hat einen Moment Zeit, wird dann aber doch gesackt von Aaron Boadu. Und kurz danach kam dann schon die letzte Chance der Dresden Monarchs und sie setzten wieder auf das Laufspiel. Und das ist wieder Michael Andrew, der sich da durch die Mitte powert für 14 Yards Raumgewinn. Aber die Kieler Defense gewohnt gut, fast noch besser als gewohnt. Wir sind im vierten Versuch, 8 Yards zu gehen. Pass von Christensen kommt nicht an bei Radko Zoller. Wurf ist unvollständig und damit schlägt Kiel Dresden mit 14:0 und steht damit zum dritten Mal in Folge im German Bowl. Jetzt lautet das Ziel allerdings, das Ding endlich mal zu gewinnen. Bis dahin sind dann allerdings noch 2 Wochen Zeit und so lange können Männer noch Kinder sein. Gut, die Offense kam sehr schlecht ins Spiel. Wir haben sofort erstes Play eine Interception geworfen. Ein Receiver ist hingefallen und dahinter stand der Verteidiger, hat den Pick gemacht. Also insofern ist die Offense immer hinterhergelaufen heute. Die Defense hat sich echt den Arsch aufgerissen, muss man schon sagen, bei dem Wetter. Und wir hatten echt Schwachstellen in der Offense, ganz einfach. Kann man so nie sagen. Ich denke, die Chancen waren für beide Mannschaften da. Es hätte so oder so kippen können. Das Problem ist, dass bei diesen Bedingungen sehr viel Big Plays zählen oder einfach mal ein Receiver hingefallen, ein Cornerback hingefallen. Also einfach Bedingungen, die nicht sehr gut sind für Footballspielen. Für die Zuschauer war es nicht interessant, Defense-Schlacht. Schöner wäre es natürlich in einem großen Stadion, logisch, immer. Aber ansonsten, Kiel hat uns dominiert heute in allen möglichen Bereichen und Gratulation an Kiel und viel Erfolg im Jumbo. Und dann schauen wir mal, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ja, natürlich, wenn man in den German Bowl kommt, ist man sehr zufrieden. Gerade über unsere Defense, die hat, glaube ich, unglaublich heute gespielt. Passing Game von Dresden war nicht wirklich existent. Offensiv haben wir ein paar Chancen, ein paar Big Plays da draußen gelassen. Aber wenn wir Plays machen mussten, haben wir sie gemacht. Insofern bin ich zufrieden. Hat sich dieser kurzfristige Umzug auf die Mortreichwiesen irgendwie auf euer Spiel ausgewirkt? Weil es muss ja logistisch viel gemacht werden und es ist ja doch andere Rahmenbedingungen als im Holsteinstadion. Also natürlich war logistisch wahrscheinlich eine Menge los, aber davon kriegen wir ja als Football-Team nichts mit. Uns ist egal, wo wir Dresden spielen. Wir haben gesagt, wir spielen im Holsteinstadion, auf den Moorteichwiesen, auf dem Parkplatz, egal. Die Kiel Baltic Hurricanes gewinnen ihr Halbfinale mit 14:0 gegen die Dresden Monarchs und stehen am 9. Oktober in der Frankfurter Commerzbank Arena um 18.30 Uhr gegen die Berlin Adler im German Bowl. GFL TV meldet sich wieder nächste Woche, dann mit der Zusammenfassung der beiden Aufstiegsspiele in die GFL. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss.